So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin für die Nintendo Switch, wo wir heute uns dann erstmal aufmachen werden zum Aussichtspunkt-Ausblick, um den neuen Monsterbau zu untersuchen. Und wer weiß, vielleicht erhalten wir heute, sag sowieso ja auch noch, neue Monstis für unser Team. Im letzten Part haben wir sowieso auch noch Abby und einen weiteren Kuroyaku hinzugefügt. Abby ist ja Sacken Abdonov, ein Pflanzenfresser-Monsti. Und Kuroyaku, ja, hey, hey, kennen wir ja sowieso ja auch schon. Und Ranma, alias der Velocipedrome, den haben wir sowieso auch gratis, also geschenkt bekommen. Wie dem auch sei, des Weiteren haben wir im letzten Part sowieso auch mehr Queste zum Beste gemacht als natürliche Hauptstory, wodurch wir jetzt natürlich auch in der Lage sind, neue Sachen zu kombinieren. Wir haben noch ein paar neue Sachen gekriegt und vor allem haben wir auch Farbbälle gekriegt, ebenso ja auch wie ein Farbballrezept. Durch die Farbbälle erhöht man die Monsterrückzugswahrscheinlichkeit für 3 Runden und ja, effektiv bei niedrigen Monster-DP. Das wird uns sowieso auch noch die Suche nach bestimmten Monster-Eiern demnächst sowieso auch noch ein bisschen erleichtern, wenn man erst Glück hat. Und des Weiteren, jetzt erst sowieso noch nicht. Weil bis jetzt haben wir keine allzu sehr interessanten Monstis hier gefunden. Auf der einen Inselseite von Akolo. Und wenn wir, sag mal, so dabei sind. Könnten wir, sag, unsere neuen Kuroyaku als Light-Monster jetzt auch mal benutzen. Achso, mit ZR können wir also die Karte ein bisschen rein und rauszoomen. Aber ein Kuroyaku hat erst auch noch eine besondere Fähigkeit. Nämlich die Nestsuche. Suchen. Wenn du ein Monster reitest suchen kann, drücke B, um die Gegend nach Pflanzen, Käfern etc. abzusuchen. Je nach Monster können verschiedene Dinge entdeckt werden. Suchfähigkeiten von anderen Monsters in einer Gruppe werden ebenfalls aktiviert. Naja, aber wie ich jetzt sehen kann, scheint es eigentlich hier in diesem Gebiet auch ein sehr interessantes Monster wohl zu geben. Ich weiß jetzt bloß nicht so genau, wie das Monster jetzt hieß. Das ist mir jetzt leider bloß ein bisschen unbekannt. Naja, unbekannt ist mir das Monster jetzt nicht, aber ich weiß den Namen jetzt überhaupt nicht. Aber wirklich gut, wenn wir jetzt schon mal ein paar weitere Kräuter mal aufsammeln. Aber sei es drum, unsere Hauptaufgabe jetzt ist erstmal den Aussichtspunktausblick zu genießen, zu beobachten. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir dann gleich hier auch neue Monster. Jetzt kommt dran, Masai, zu glänzen, spring auf und dann gleich direkt hoch zum Aussichtspunkt. Okay, das wäre, er sagt, nicht übel. Aber hier bei dem Cup waren wir bis jetzt noch nicht gewesen. Okay, wir waren hier schon gewesen. Aber wir haben hier noch nichts eingesammelt. So, doppelter Technikangriff. Die Velocipraise haben keine Chance gegen uns. Überhaupt nicht. Nochmal ein doppelter Technikangriff. Tja, wir haben das richtige Hühnchen gewählt. Tja, das richtige Hühnchen wurde ausgewählt für diesen Kampf.
Und es scheint hier auch noch einige interessante Materialien zu geben. Naja, es ist zwar jetzt eigentlich überhaupt nicht notwendig, was ich jetzt hier mache. Aber wir haben uns hier noch nicht vollständig ein bisschen umgesehen. Vielleicht gibt es hier auch noch irgendwo ein Monster, was gut für uns wäre. Aber ich denke mal, solange wir noch nicht ein Monster besitzen, was schwimmen kann, ist das Ganze jetzt hier auch erstmal ein bisschen Zeitverschwendung. So, wir erhöhen der... Oh, verdammt nochmal. Wir haben es hier, wisst ihr, auch nochmal mit dem Velocidrom zu tun. Naja, aber wie schon erwähnt, wir scheinen exakt das richtige Monster für diesen Kampf auserwählt zu haben. Okay, der Velocidrom ist jetzt natürlich ein bisschen angepisst darüber, dass wir jetzt schon so viele starke Angriffe gemeistert haben. Also gut, wenn er erstmal ein bisschen angepisst ist. Oh, Eiexplosion. Merke, will man erstmal den Spezialangriff eines Monsters sehen, darf man die Geschwindigkeit nicht auf Stufe 3 haben. Das ist ein Fehler. Ein ziemlich großer Fehler. Aber sei's drum. Ah, sieh mal, noch ein Kristall da drüben. Und hier haben wir noch ein paar Farbbeeren. Das ist natürlich gut. Dann fangen wir aber auch gleich wirklich erstmal damit an, ein bisschen hier herumzuspringen. Also ändern wir mal wieder unser Leitmonster. Und springen, was das Zeug hält. Tja, das sieht ja schon mal gut aus. Es gibt hier noch ein paar Kräuter. Noch ein paar... Klasse, Kumpel, wir haben es zur Aussichtspunkthöhle geschafft. Monsterbaugrundlagen. Manche Monsterbau liegen offen auf dem Feld, während andere sich innerhalb von Höhlen befinden. Durch das Erkunden von Bauen kannst du mehr Monstereier erhalten. Die Lage der Eingänge zum Monsterbauen ändert sich jedes Mal, wenn du unterwegs bist. Seltene Monsterbauer einmal in einem blauen Mond kann ein seltener Monsterbau erscheinen. Untersuche diese Bau, um seltene Eier oder Eier mit seltenen Genen zu erhalten. Reiten wir weiter rein. Tja, eine gute Idee. Reiten wir weiter rein. Trinken währenddessen nochmal was und hoffen, er sagt, auf einen seltenen Monsterbau. Wir sind in der Höhle, aber wo ist der Bau, von dem Oberhaupt Gara uns erzählt hat? Oh, ich glaube, ich rieche Monster, ja. Wir müssen tiefer rein, Kumpel. Tja, Naviru mit seinem besonderen Näschen. Meine Schnurrhaare kribbeln. Irgendwas sagt mir, dass wir hier drin nicht allein sind, Kumpel. Lass uns dir ein paar Blaupilze sammeln und einen Trank mit dem Rezept brauen, das keiner dir gegeben hat. Aha, die Sache mit dem Kombinieren kennen wir ja schon. Das allerdings war ein Giftpilz. Okay, wir haben jetzt 12-mal was kombiniert. Die Farbbälle können wir natürlich auch nochmal. Können wir nicht kombinieren. Ein paar Donuts
können wir kombinieren und eine weitere Quest wäre damit abgeschlossen. Jetzt bräuchten wir es ja plus noch 8 weitere Mahana-Güter. Und dann haben wir auch die Quest Güter aus Hakodo abgeschlossen. Na, egal. Okay, ich wollte schon fragen, wieso gibt es jetzt hier keine weiteren Monstis? Naja, greifen wir erstmal den weiteren Velocipray hier an mit unseren Technikangriffen. Und dann haben wir erstmal sowieso ein... warte mal, wir müssen... Für den nächsten Kampf müssen wir die Geschwindigkeit deaktivieren. Also mit deaktivieren meine ich natürlich hier auf Stufe 1 runtersetzen. Moment, an der Ecke, wo ich jetzt eben war, gab es eine Schatztruhe? Tja, hatte ich eben gekonnt übersehen. Aber einen besonderen Monsterbau sehe ich jetzt hier leider noch nicht. Ne, hier sehe ich leider wirklich noch rein gar nichts Besonderes. Aber gut, eine weitere Schatztruhe. Mit Erdkristallen gäbe es jetzt hier. Und was ist das? Nennen wir es einfach mal einen Frosch. Okay, willst du kämpfen, mein Lieber? Willst du kämpfen? Dann kämpfe! Dieses Monster, Kumpel, wir müssen es schlagen, wenn wir ein Ei in die Tatzen kriegen wollen. Wenn es weiter nichts ist, es ist nicht problematisch. Mit ein paar weiteren Technikangriffen. Es ist ein Velocidrom. Diese Typen sind schnell und wendig. Irgendwelche Ideen auf Lager? Keiner, der gezeigt, wie du den Angriff eines Gegners zu deinem Vorteil nutzt, oder nutzen wir es? Nein, 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 nein. Das wäre jetzt falsch. So, Technikangriff. Ja, so, schau, du könntest ein anderer Monster wechseln und einen Doppelangriff versuchen. Haben wir doch. Wir haben doch einen guten Techniker dabei. So, damit hätten wir doch schon mal einen weiteren Doppelangriff. Naja, und ein Steinschild. So, ja, ein sonniges Monster wird sein Angriffsmuster wechseln. Ich weiß da ja sowieso, was gleich hier verlangt ist. Oh ja, right on! Ja, und jetzt könnten wir unsere Bindungsfähigkeit aktivieren. Ei-Explosion! Thank you.
Komm schon, Touchdown! Ja, du hast den Velocidron besiegt. Das beweist, dass du auch ohne keine auf dich selbst aufpassen kannst. Scheint, als wüsstest du, was es bedeutet, ein Raider zu sein. Tja, ich habe ja auch sowieso auch schon Erfahrung. Und ich habe anfeuern gelernt. Schön. Also, wollen wir dann jetzt noch mal ein anderes Ei suchen anstelle eines Velocidroms? Ja, Zeit, ein Ei aufsuchen. Unterschiedliche Eier. Das Ganze mit den Eiern haben wir doch sowieso auch schon im letzten Part. Mehr als gut gezeigt. Dass er sagt, sowieso auch seltene Eier gibt. Dass es sowieso auch verschiedenfarbige Eier auch gibt. Hier und dort verschiedene Materialien es zu finden gibt. Gut, was haben wir hier? Ein Velocipray-Ei oder ein Velocidrom-Ei. Oh, komm schon. Es sind immer bloß die Eier, gleichen Eier. Naja, es ist ja sowieso noch das Anfangsgebiet hier. Wie schon gesagt, es ist immer noch das Anfangsgebiet. Also gibt es noch nicht allzu viele verschiedene Monstis. Vielleicht hätten wir unser Glück mal in der Nacht versuchen sollen. Ja, so verkehrt wäre das Ganze in der Nacht vielleicht nicht gewesen. Aber sei es drum, die Mission ist jetzt erstmal abgeschlossen. Und es scheint ja anscheinend auch nicht allzu viel Neues zu geben. Und weitere Monsterbauten, sag ich jetzt, zu untersuchen, wäre hier auch ein bisschen Zeitverschwendung. Wir haben den neuen Monsterbau beim Aussichtspunkt angeschaut. Damit ist es jetzt alles tipptopp, tippitopp hier. Wir haben eine weitere Nebenquest abgeschlossen. Es fehlen immer noch die Güter aus Hakolo. Aber ansonsten den Rest haben wir geschafft. Obwohl, warte, es gibt ja jetzt hier neue Missionen. Tja, neue Missionen, die sich hier werden lohnen. Wir müssen ein paar Conchos noch besiegen. Wir müssen dann noch ein paar Velocipreys besiegen. Quest einreichen. Tja, was sollte man sonst erst noch tun? Erst einmal mit der Hauptquest weitermachen. Oberhaupt Gara muss wissen, was jetzt los ist. Nicht allzu viel. Yay, you're back! How'd you like your first solo quest? Pretty wild, right? I was worried you might get lost or something. I'm super glad to see you all in one piece. Huh, was it easy? You look completely unfazed. Guess there's no denying you're Red's grandkid. You even brought back an egg. Splendid work. Oh wow, you're right. Huh. I'm a better teacher than I thought. Which is it? Thanks to your teaching or because this is Red's grandkid? Eh, who cares? The newbie did a great job and that's what counts. What do you think, Kana? They're ready for the next one, wouldn't you say? Really? Isn't it a little too soon for the rookie to handle alone?
You should go with them too, just in case. Why so serious, guys? Whatever it is, we can handle it. We've had reports of some recent turf wars in the Pona grasslands. Turf wars? What's that? It's when monsters fight over territory. We've even found badly injured monsters in the grasslands. We can't just let them tear each other apart. It'll be bad news for the island's ecosystem if we do. Let's get moving. I'll meet you at the edge of the village. Tja, wenn's weiter nichts ist, das schaffen wir. Aber ich werde trotz allem meiner Ausrüstung jetzt aktuell noch nicht weiter verbessern. So, Pona Grassavanne Vorfall. Jetzt, wo die Monster um Reviere kämpfen, scheinen die seltsamen Vorkommnisse auf der Insel kein Ende zu nehmen. Beunruhigt über die schrecklichen Folgen, die das für die Natur der Welt haben könnte, beauftragt Oberhaupt Gara dich, zur Pona Grassavanne aufzubrechen und mehr herauszufinden. Tja, ist ja selbst... Kampfgefährten, ja, das hatten wir sowieso schon mal erlebt. Ein Kampfgefährte ist ein Verbündeter, der an deiner Seite kämpft, Fähigkeiten und Objekte benutzt und dir generell Unterstützung anbietet. Auch Kampfgefährten haben ihr eigenen Herzen. Wenn einer von euch alle Herzen verliert, zählt das Niederlage. Ja, blöd. So, was ist denn mit dir? Hey Phantom, schon mal von Dämmerungspilzen gehört? Die sind Pilze, die nur spätabends und nachts erscheinen. Ich fühle mich nachts einfach nicht sicher draußen. Könntest du noch ein paar Dämmerungspilzen für mich suchen? Eine neue Mission. Dadurch würden wir Blaupilze kriegen. Ernsthaft, you? Du bist so mutig, Phantom. Ich hoffe, du findest die Pilze für mich. Das ist nicht übel. Wir sollten auch mal wieder ein paar Quests von Dorfbewohner hernehmen. So, Banabara-Insekten. Blaue Viecher müssen wir besiegen. Du kümmerst dich um sie. Findest du nicht widerlich? Oh, vielen Dank, Phantom. Tja, wenn es weiter nichts ist. Wir haben ja jetzt noch einiges zu erledigen. Conchus, Velocipraise, Banabaras. Na, wie dem auch sei. Brüten wir erstmal das nächste Velocipray oder Velocidrom-Ei aus. Tja, ein Velocidrom. Leider nichts, was mich jetzt beeindrucken würde. Na gut, dann brechen wir jetzt mal auf zur Pona Grassavanne. Vielleicht hätten wir jetzt auch die Abendzeit mal nehmen sollen. Um nach den Dämmerungspilzen zu suchen. Aber sei es drum, wir hauen jetzt erstmal ein paar Velocidrome zu Brei. Da ist hier jetzt ja nichts mit dabei. Velocidrome, Velocidrome. Ein seltener Monsterbaum. Tut mir leid. Oh, wir können nicht vorbeigehen. Schade. Also gut, hier sind wir. Let's go check out where these turf wars have been happening. Sounds good. But what are we going to be checking out? Well, obviously we're going to find some monster tracks. Monsters leave traces behind wherever they go. We can follow those to wherever the monsters are now. Well, okay. But how are we supposed to follow a trail in such a huge area? No worries. I've got us covered. Ta-da! You ever hear of scout flies? Once we find the tracks, these little fellas will do the rest. For real? And anyone can use these flashy things? Even my buddy over here? Of course. They're a vital part of any rider's toolkit. Here, take some. Das stimmt nicht so ganz. Diese Spähkäfer hatten er sagt auch Jäger gehabt im ersten Part. I'll show you what to do once we find some tracks. Aber gut, die Käfer werden es schon richten. Und nun, lasst uns mal zum seltenen Monsterbau aufbrechen. Oder vielleicht noch ein paar Velocipreys, paar Conchus und so weiter. Monster verfolgen. Monster hinterlassen Spuren wie zerrissenes Gras oder Dung. Spähkäfer können dich mit dem Licht zu Monsterspuren führen.
Gut, wenn ein Großmonster die Spielkäfer bemerkt, blitzen diese rot auf und führen dich nicht weiter. Wenn du das Monster besiegst oder dich von ihm entfernst, kehren die Spielkäfer in den normalen Zustand zurück. Ja, schön. Lass uns Spuren suchen. Wenn wir genug gefunden haben, übernehmen die Spielkäfer den Rest. Ja, schön, aber ich habe hier seltene Monster bauen. Scheint, hätten die Spielkäfer etwas bemerkt. Nein, ich will das nicht. Ich will den seltenen Monsterbau. Naja, eigentlich will er noch die Velocipraise besiegen, aber... Ich will ein seltenes Monsti. Vielleicht hier auch nochmal Knochen aufsammeln. Eine Schatztruhe wäre jetzt hier auch nicht verkehrt. Und wenn wir dann jetzt sowieso auch zu zweit hier unterwegs sind? Dürften die seltenen Monstis überhaupt kein Problem sein? Naja, vorausgesetzt, wir kriegen hier seltene Monstis. Es kann ja immer noch so sein, dass es immer noch die gleichen hier sind. Mal sehen, schläft hier eins? Nein, keine Monster. Dann können wir erstmal diesen Bau plündern. Und den Revierkampf für den nächsten Part vielleicht lassen. Die Eier, die ich jetzt hier sehe, sind nicht gerade sehr neu. Wieder mal ein cooler Yaku. Lass mir riechen, pur ganz schön miefig, oder? Und es wiegt auch noch leicht. Okay, lass uns nicht zu lange hier bleiben. Okay, dieses Monster-Ei, das will ich. Hatten wir bis jetzt noch nicht gehabt. Also gut, das erste Monster-Ei aus dem seltenen Bau haben wir. Ein brennendes Vogel-Weibern-Ei. Na, ich glaube, ich müsste so ungefähr wissen, was das für ein Vogelei ist. Okay, da drüben sind Banabaras. Da ist er, sag auch wieder mein cooler Yaku. Oder ein Kulu Yaku. Mit den Namen tue ich mich jetzt irgendwie ein bisschen schwer. Aber gut, wir finden es jetzt... Ah, meine nächste Beute. Ein bisschen Fleisch auf dem Grill wäre auch nicht schlecht. Aber gut, hallo Velocipray oder Velocidrom. So oder so, wir erledigen dich. Und dann müssten wir schon mal... Also, wie viele von euch sind es? Es ist bloß ein Velocidrom. Es ist das falsche Monsti. Ja, verdammt nochmal, es ist das falsche Monsti. Da denkt man mal, dass man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Aber dann widerspricht sich das Ganze. Naja, so oder so, der Velocidrom ist besiegt. Es hilft mir aber jetzt nicht weiter für meine Quest. So überhaupt nicht. Na schön, sammeln wir jetzt erstmal gleich das Ei ein. Und dann Ende Gelände. Oh, hallo. Es wird Zeit für einen Kampf. Wie das Monster schnarcht, wecken wir es nicht. Es hat Schönheitsschlaf nötig. Wart mal, schläft? Naja, wenn ihr meint. Schlafende Monstis sollte man nicht wecken. Nein.
Och nee. Nein. Oh, was für eine Verschwendung an Zeit. Was für eine gepflegte Zeitverschwendung. Das hat ja jetzt ja sowieso überhaupt nichts gebracht. Gerade mal er sagt höchstwahrscheinlich ein Cthulhu-Ei. So, seid ihr blaue Banabaras? Hallo, greift mich an. Nicht du, verdammt nochmal. Die Insekten so. Okay, das gibt jetzt vielleicht ein klitzekleines Problem. Wir haben Isaac jetzt Glück, dass der ein Techniker war. Aber gut, das sind ja, sagt die blauen Käfer. Dadurch könnten wir vielleicht doch schon mal gut vorankommen. In unserer kleinen Nebenquest. Okay, das war ein bisschen übertrieben. Okay, jetzt holen wir mal den Hammer raus. Unsere gute Lehrerin ist wirklich ein klitzekleines bisschen verschwenderisch. Und das wiederum war ein bisschen brutal. Aber gut, den Kuluyaku haben wir besiegt. Bedauerlicherweise war dies im Großen und Ganzen eine etwas unnötige Aufgabe.